Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 1. Oktober 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, in dieser Woche werden uns vor allem die Venus beschäftigen und auch der Pluto. Pluto ist ja jetzt nach mehreren Monaten der Rückläufigkeit, wird Pluto jetzt heute wieder direktläufig. Was bedeutet, die Richtungsänderung bedeutet immer, der Planet bleibt stehen, läuft dann aber wieder vorwärts. Das heißt, die plutonischen Prozesse der Wandlung oder neudeutsch der Transformation, diese Prozesse werden individuell wie kollektiv in der nächsten Zeit weitergehen. Allerdings wird Venus jetzt am 5. Oktober rückläufig. Das bedeutet, sie steht quasi still. Das kann wiederum heißen, dass sich Themen, die sich um Beziehungen drehen, aber auch um Werte, denn Venus beherrscht ja im Tierkreis sowohl die Zeichen Stier, da steht sie halt für Werte, für Sicherheit, aber auch für Sinnlichkeit. Und die Waage, da steht die Venus für Beziehungen, Austausch, Kontakt. Und wenn Venus halt rückläufig wird von 5. Oktober bis 17. November, dann sind diese Bereiche auf dem Prüfstand. Dann schauen wir in diesen Bereichen in den nächsten Wochen einmal nach, was ist hier nicht richtig gut gelaufen in den letzten Monaten und Wochen, beziehungsweise auch ganz allgemein, wie steht es um meine Werte, um meinen Umgang mit Geld und Besitz, um meinen Selbstwert, aber auch, wie sehen meine Beziehungen aus? Es kann also sein, dass in bestehenden Beziehungen jetzt eine Phase der Überprüfung kommt, wo man sich bestimmte Themen noch mal einmal vornimmt, um über sie zu reflektieren, um zu schauen, gibt es hier Dinge, die wir verbessern können? Das heißt, es ist allerdings keine gute Zeit im Grunde, um jetzt zu sagen, die Beziehung taugt nichts. Ebenso wie es keine gute Zeit ist, im Grunde Geld anzulegen. Es geht mehr darum, über diese Dinge zu reflektieren. So, mehr zu den heutigen Konstellationen. Der Mond läuft heute über Tag im Zeichen Zwillinge. Das bedeutet, er passt hier gut zur Sonne und Merkur in der Waage. Luft, Mond und Sonne in Luftzeichen sprechen im Grunde für viel Kommunikation, viel Austausch. Gerade mit Mond im Zwilling kann die Grundstimmung etwas hektisch sein, hin und her gehen. Eine Idee kann sich mit der anderen abwechseln und man kann da hier nicht auf jeden Zug aufspringen. Andererseits ist die Entdeckerfreude groß, auch die Bereitschaft zu kommunizieren, sich über die Dinge auszutauschen. Es gilt halt nur, eine gute Unterscheidungsfähigkeit zu haben, was ich zum wem sage, beziehungsweise wem ich mich anvertraue und auch, dass ich sozusagen auch in dem, was ich über mich, die Welt und so weiter denke, dass ich hier genau unterscheide, ob dieses Denken im Grunde für mich und andere heilsam ist oder unheilsam ist, dass ich mich nicht in irgendwelche Gedankenmuster verstricke und in ihnen festhänge, die im Grunde vielleicht nur aus der Fantasie meines Denkens gekommen sind und gar nicht unbedingt der Realität entsprechen. Heute Abend um 20.02 Uhr schließlich wechselt dann der Mond vom Zwilling in den Krebs, sodass wir zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, der läuft der Mond quasi zwischen den Zeichen, ist eine gewisse unklare Zeit, dann ab heute Abend im Zeichen Krebs, wo dann der Mond bis zum späten Mittwochabend sein wird, bis er dann den Löwen weitergeht. Ab heute Abend mit Mond im Krebs wird die Grundstimmung sehr viel emotionaler. Es geht viel mehr um Gefühle der Verbundenheit oder aber auch der fehlenden Verbundenheit. Und damit ist auch ein gewisser kleiner Konflikt angesprochen dann ab heute Abend zwischen Krebs und Waage. Denn die Waage geht in den Kontakt, aber muss den nicht unbedingt vertiefen, aber eine reine Kontaktaufnahme, ein reiner Austausch reicht dem Mond im Krebs nicht, der ja mehr die emotionale Verbindung sucht, sodass es für uns darum gilt herauszufinden, wie gesagt, ab heute Abend, wie kann ich meine Kontakte und meine Beziehungen so gestalten, dass hier auch mehr Emotionalität, Tiefe und Verbundenheit da ist.
Ich wünsche uns allen heute einen schönen Wochenanfang, einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.